Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play and Talk hier auf Gen X Reloaded. Und heute mal mit etwas ganz anderem. Und zwar Tyranny. Jo, dieses Spiel gab es vor einiger Zeit bei Epic in der Gold Edition. Und mir haben die Screenshots und die Beschreibung recht gut gefallen. So dass ich mir damals geholt habe, aber nie wirklich angespielt habe. Und daher wollte ich das mit euch zusammen machen, um auch mal ein bisschen Abwechslung in meinen Spielen zu haben. Denn auch wenn das vom Publisher Paradox ist und vom Entwickler Obsidian Entertainment, ist es kein Strategiespiel im Sinne von Crusader Kings zum Beispiel, sondern eher ein Rollenspiel. Und ich würde mal sagen, dann gehen wir auch gleich mal rein hier. Ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Ich habe kurz die Charakter, ich hatte schon ein Video angefangen, aber leider gab es halt einige Probleme, hat zuletzt nicht gespeichert nach der Charakterentwicklung. So dass ich hier halt jetzt wieder vor Blanko stehe. Und deswegen. Ich habe noch nichts weiter gesehen außer die Charakterentwicklung. Und ich bin gespannt. Dann fangen wir mal an. Ach ja, ich werde zur Hand halten, handhaben, dass ich während den Cutscenes nicht rede viel, wenn sich's verhindern lässt, um halt, damit ihr auch alles versteht, alles mitbekommt. Und ja, dann wollen wir mal. Wir spielen auf normal, natürlich. Da wir es überhaupt nicht kennen und oder ich nicht kennen und ja. So, Rüstung kann erlittenen Schaden nie unter einen Wert von 1 reduzieren. Jo. Der Stil gefällt mir bisher ganz gut. Ich mag die Farben und wie die Charaktere hier aussehen. Das ist mal was anderes. Und jo, ich bin sehr gespannt. For over 400 years. The armies of Kairos the Overlord have swept across the known world. All who stood against them fell before their might. Even the Archons, women and men of immense power, were forced to kneel, chained to the Overlord's will. Now Kairos's final conquest has come to our corner of the world. And two of the Overlord's armies compete for the honor of taking our lands. The elite disfavored, and the teeming horde of the Scarlet Chorus. The voices of Nerat, spymaster and archon of secrets, guides the fierce and undisciplined masses of the Scarlet Chorus. With each battle, the Scarlet Chorus grows stronger as the defeated are given a simple choice. Serve or die. Grave and Ash, Archon of War and the Overlord's most loyal general, leads the disfavored. Though small in number, Kairos's ironclad legion has never met true defeat in open battle. Watching over the two generals is Tunon, the Adjudicator, Archon of Justice, eldest of Kairos's minions. Tunon brings Kairos's laws to newly conquered lands, aided by the Fatebinders, judges and executioners of the Overlord's laws. You were among the youngest of the court of Fatebinders when Kairos's armies came to our lands. How could we have known that the fate of thousands would rest in your hands? Okay. Sah ja schon mal gut aus. Und die Musik war ja mal richtig gut. Rolle. Okay.
Im Nordreich, wo du geboren wurdest, genießen Männer den gleichen Schutz unter den Gesetzen des Oberherrn Kyros. In den Südlanden, der Stufen, dürfen nur Männer Schiffe besitzen oder Kapitäne sein, aber nur Frauen dürfen Land besitzen. Männer dürfen pachten, aber das dauerhafte Eigentum des Landes in den Stufen wird immer an die älteste Tochter oder die Schwester weitervererbt. Die meisten Söhne beginnen mit etwa 15 Jahren im Beruf ihres Vaters zu arbeiten. Wer keinen Beruf und keine Felder besitzt, der kann in den Dienst eines der mächtigsten Arkonten des Oberherrn eintreten. Verbrecher, Obdachlose und andere werden oft in die Armeen der Arkonten eingezogen. Archonten. Wenn ein Kind keinen eigenen Weg finden kann, in der Schlacht findet es ihn. Okay. Oh, mal vertauschte Rollen so ein bisschen, ne? Ja, aber ich schätze mal, wir spielen erstmal mit dem Mann. Normalerweise. Also wenn ich jetzt. Also normalerweise würde ich eine Frau spielen, weil ich bin halt selber ein Mann. Und deswegen ist es halt ein Rollenspiel. Deswegen möchte ich eigentlich eine andere Rolle spielen. Aber das könnte hier mal ganz interessant sein, den Mann zu spielen. Ja. Würfel ich aus. So. Gerade Mann und gerade eine 5. Also Mädchen, Frau. Okay. So. Gesicht und Haare. Was haben wir denn hier so? Die gucken alle so grimmig. Da sieht sie ja noch am friedlichsten aus. Okay. Haare. Wer hat wieder einen da? Ja, ich mag eigentlich nicht so gerne kurze Haare bei Frauen. Wahrscheinlich, weil ich selber auch lange Haare habe. Aber kurze Haare sind im Kampf natürlich ein bisschen besser. Ja, das sieht ja ganz gut aus. Haarfarbe, ja nicht blond, weiß, Red Sonja. Ja. Schwarz ist schon in Ordnung. Ich mag schwarz. So, Stimme. Ah, got it. Okay. We must rest soon. I got it. Weiblich lustig. Trouble is afoot. Was? Ha! Good work! You learn something every day. This'll be fun. Klingt ja fast wie Steve aus American Dad. That wasn't so hard. Quiet down! Und Bart Simpson. You must rest soon. Okay, Tattoos. Ach, das sind verschiedene Körperteile. Das ist an den Armen, das ist an der Schulter. Okay. Was können wir hier für Farben nehmen? Hier. Was haben wir denn hier? Keine Ahnung.
Ist doch eigentlich auch egal, oder? Ist halt nur das Porträt. Ich weiß auch noch nicht, was für einen Charakter ich habe. Ja, aber ich werde wahrscheinlich in Richtung Magie gehen, daher passt das vielleicht schon ganz gut. Haben wir da was in der Haare, was auch so ähnlich ist? Nicht wirklich. Ist es das? Ah ne, halten wir das. Okay, dann können wir hier weitermachen. Geschichte. Genau, jetzt kommt was zum Lesen wieder. Ja, ich werde hier am besten... Also, man kann ja viel vom Namen schon ableiten. Und... Aber ich kann ja mal trotzdem die Sachen vorlesen. Da sie nicht für Kosten und Logis für zwei aufkommen wollte, verkaufte die Madame, die deine Mutter erworben hatte, dich an die Arena, den blutigsten und berüchtigsten Kampfplatz im Nordreich. Dir wurde nur gerade genug Ausbildung zuteil, um sicherzugehen, dass das Spektakel nicht so schnell vorüber ist. Deine natürliche Stärke und dein Überlebensinstinkt führten dich jedoch von Sieg zu Sieg. Es gab keine elegante Schwertkampfkunst, keine formalisierten Duelle, nur brutalen Nahkampf und den Gestank von Blut, Scheiße und Bronze. Es heißt, dass jeder Kämpfer, der im großen Nahkampf ein Dutzend andere tötet, die Freiheit geschenkt bekommt. Doch in drei Jahrhunderten haben nur drei Krieger jemals die Arena verlassen. Als die Schlusshörner ertönten und 13 Leichen zu deinen Füßen lagen, wurdest du unter donnernden Applaus die vierte Kämpferin, die ihre Freiheit erhielt. Doch sie war kurzlebig. Innerhalb weniger Tage erreichte dich die Kunde von deinem Triumph den Arkonten der Gerechtigkeit. Okay. Jägerin. Als die Anführerin deines Heimatdorf einmal zu oft zu kühn sprach, setzten Agenten des Oberherrn die gesamte Stadt in Brand, um die Ausbreitung des Ungehorsams zu verhindern. Der Stamm der springenden Viper stieß auf die qualmenden Ruinen deines Dorfes und als die Matriarchin der Tiermenschen dich halb erfroren, aber furchtlos vorfand, nahm die mächtige Anführerin dich auf und zog dich im Schutze ihres Stammes groß. Jahrelang lebtest du unter diesen wilden Tiermenschen in ihren nomadischen Siedlungen in den Bergen, doch die springenden Vipern waren am Aussterben. Jeder lange Winter forderte noch größeren Tribut als der vorangegangene. Und als der schwindelnde Stamm schließlich zu schwach war, um seine Lande zu verteidigen, kamen geschmähten Soldaten, um die hungrigen Plünderer zu beseitigen, zu denen dein Stamm geworden war. Als die Geschmähten einen Menschen als Mitglied des wilden Stamms fanden, nahmen sie dich lebendig gefangen. Die Kunde des Wildfangs aus dem Norden drang schließlich bis zum Arkonten der Gerechtigkeit vor und er befahl, dich aus der Gefangenschaft zu befreien und zu seinem Gericht zu bringen. Gildenlehrling. Deine Eltern waren schon immer stolz auf deine Intelligenz gewesen und hatten gewusst, dass du zu klug für ein Leben der Feldarbeit warst. In der Hoffnung auf eine bessere Zukunft gingen deine Eltern einen Handel mit der Sieben-Bäume-Gilde ein, einem kleinen magischen Orden, der bereit war, dich lesen, rechnen und Magie zu lernen, wenn du dich als fähig erweisen solltest. Mehrere Jahre lang lerntest du viel bei den Magiern. Lesen und Schreiben meisterst du schneller als die anderen und schließlich lerntest du auch die Grundlagen der mystischen Theorie und der Zauberkunst. Deine magischen Studien wurden je unterbrochen, als Nerath Stimm, der Arkonte Geheimnisse, die Gilde zu einer Ablenkung für Friedenszeiten erklärte, die für den bevorstehenden Krieg aufgelöst werden musste, um ihre Magier auf ordentliche Armeen aufzuteilen. Deine Kameraden kamen in anderen Gilden unter, doch dein Verstand wurde als zu wertvoll angesehen, um ihn an eine Armee zu vergeuden. Stattdessen beanspruchte Thunon, der Arkonte Gerechtigkeit, dein Leben für sich. Adelsspruch. Als Kind adliger Eltern wurdest du von Geburt an auf eine Karriere als Anführerin vorbereitet. Deine ganze Kindheit und Jugend über wurdest du im Lesen und Schreiben, in Geschichte, in der Kunst der Rhetorik
Rhetorik und in anderen Belangen der Kultur und Staatsführung unterrichtet. Du hattest vor Reichtum und Komfort, doch es wurde von dir erwartet, dass du schnell aufwächst und die ehrenvolle Aufgabe übernimmst, andere zu Wohlstand zu führen und im Krieg anzuleiten. Als deinen Eltern Abtrünnigkeit vorgeworfen wurde, wurdest du zum Gericht von Thunon, dem Archonten der Gerechtigkeit, gesandt, um die Taten deiner Familie zu verteidigen. Deine Eltern wurden für schuldig befunden, ihre Strafe, die Auflösung des verräterischen Hauses. Voller Eloquenz überzeugtest du das Gericht, dass du keine Kenntnis von den Taten deiner Familie hattest. Du handeltest dein bisher wichtigstes Abkommen aus. Du wurdest nicht für die Verbrechen deiner Familie bestraft und musstest dafür lediglich dem Archonten selbst die Lehnstreue schwören. Trotz der unfreiwilligen Einberufung machten deine Ausbildung und Klugheit dich zu einer wertvollen Ergänzung für den Kader der Vollstrecker des Archonten. Und solange du in seiner Gunst bleibst, darf deine Familie vielleicht weiterleben. Soldatin, da deine Eltern den Jahrzehnt nicht mit Getreide begleichen konnten, boten sie dem Oberherrn stattdessen dich an. Schon als Kind hattest du deine ersten Schlachten gesehen. Du hast früh gelernt zu kämpfen, beim Anblick von Blut und Gedärm ruhig zu bleiben und dich auf deine Kameraden zu verlassen. Man erkannte, dass du klüger warst als eine einfache Durchschnittssoldatin und bereitete dich auf eine Offizierslaufbahn vor. Zu deiner Ausbildung zählten auch das Schreiben und Rechnen. Als Gerüchte aufkamen, dass es Krieg geben würde, schien die Rekrutierung in die Legion der Geschmähten genau das Richtige für jemanden mit deinen Fähigkeiten zu sein. Der Archont der Gerechtigkeit sah jedoch gerne, dass gutes Eisen nicht für Schwerter verwendet wird, ein guter Verstand nicht für Soldaten. Thunon forderte dich für sich und sein Gericht, der Schicksalsbinder, wo deine Kampffähigkeiten dazu eingesetzt wurden, Kyros Gesetze durchzusetzen. Gesetzesbrecherin. Angeklagt wegen eines Verbrechens, das du zweifelsfrei tatsächlich begangen hattest, standest du vor Thunon, dem Richter der Archonten der Gerechtigkeit, und trugst deinen Fall voller Eloquenz und Überzeugung vor. Beeindruckt von deiner Logik, deiner Argumentation und deinem Selbstvertrauen befand er dich dennoch für schuldig. Nice. Es heißt, dass Thunon viele seiner Agenten aus seinen Gefangenen wählt. Wer ist besser dafür geeignet, die Bösen zu erwischen, als jene, die in ihrem Verhalten selbst erfahren sind? In seiner Gnade bot Thunon, der dir die Wahl zwischen zwei Bestrafungen, jahrzehntelang im Gefängnis zu darben oder ihm ein Leben lang im Gericht der Schicksalsbinder zu dienen. Die Wahl fiel dir leicht, und anstatt eine Zelle von innen zu sehen, wurdest du in Zahlen und Buchstaben, Magie und Krieg ausgebildet. Die Gesetze, die du einst gebrochen hast, darfst du nun auslegen und durchsetzen. Kriegsmagierin? Ja, gleich haben wir es geschafft, Leute. Nur wenige besitzen die nötige Kombination aus Verstand und Mut, um zu wahrlich großen Zauber wirken und Kriegern zu werden. Wer mit einer solchen Kombination von Talenten verflucht wurde, der wird unweigerlich aus seinem weltlichen Leben gerissen und den Armeen der Archonten zugewiesen. Deine frühesten Erinnerungen sind ein schmerzhafter Sumpf aus Ausbildung, Studium, Belehrung und Erschöpfung. Alles Elemente, die dich auf das Schlachtfeld vorbereiten sollten. Du warst nicht zu töricht, danach zu fragen, was mit deiner Familie geschehen war oder die angeblich von ihren stammenden Sendschreiben zu hinterfragen, mit deren Hilfe du das Lesen beigebracht bekamst. Als du ins Erwachsenenalter eintratst, kam Thunon der Richter in die Kaserne und forderte dich für sich. Der Archonte Gerechtigkeit hielt dich für zu wertvoll, um dich in das Fegefeuer der Schlachten zu schleudern. Er entschied, dass du dein Leben lang lieber damit verbringen solltest, das Gesetz auszulegen und Strafurteile zu verhängen. Du hattest zwar in Fragen des zivilen Diskurses noch viel zu lernen, doch niemand konnte leugnen, dass dir eine glorreiche Zukunft als Thunons nächste große Vollstreckerin bevorstand. Und schließlich die Diplomatin. Obwohl du nie erfahren hast, warum, überschüttete Kyros deine Familie mit großem Reichtum für einen nicht näher bezeichneten Dienst. Deine Eltern nutzten diesen Reichtum, um dich weit entfernt von deinem Zuhause großziehen zu lassen. Deine Kindheit war eine nomadische Reise durch Terratos, voller Privatlehrer und bestenfalls flüchtiger Freundschaften. Wo andere Stabilität und Routine genossen,
erhieltest du eine weltliche und vielseitige Ausbildung. Ein achtloses Wort in einer entlegenen Stadt brachte dich in Konflikt mit dem Gesetz. Du wurdest vor Thunon dem Richter geführt, damit er dir den Prozess mache. Du pochtest nicht nur auf deine Unschuld, sondern drehtest den Spieß um und beschuldigtest die Ankläger, weil sie die Zeit des Gerichts verschwendeten. Der konnte Gerechtigkeit bei deiner Meinung, amüsiert von deinem Scharfsinn, deiner Weisheit und Anpassungsfähigkeit, nahm Thunon dich als seine neueste Verschreckerin unter seine Fittiche. Okay. Ja. Ich tendiere zwischen Gildenlehrling und Gesetzesbrecherin. Aber ich werde die Gildenlehrerin nehmen. Weil ein bisschen Magie, die ist intelligent. Ist auch. Und sowas in Rollenspielen immer ganz praktisch. So. Kampfstil. Ja, es ist das Übliche. Schwert und Schild, Großschwert, Kurzbogen, Schockzauber, Lebenskraftzauber, Wurfschwert, zwei Waffen. Unbewaffneter Kampf, Frostzauber, Atrophiezauber. Atrophiezauber ist das Einzige, was ich vielleicht noch nicht so kannte vorher. Und Atrophiezaubermagie entzieht dem Feind Skills und Attribute, um seine Angriffe zu schwächen und es leichter machen, ihn zu töten. Dann nehme ich einmal das. Ui, schick. Und als zweite. Hier wollen wir nur zaubern. Oder auch Waffe. Ja, Waffen sind vielleicht nicht schlecht, weil man ja auch. Ja, die Zauber brauchen ja auch. Aufhaben ja auch hier, wie heißt. Cooldown und deswegen können wir noch zwei Waffen. Fähigkeit, Hagel 7 und Schneiden. Ein sorgfältig platzierter Angriff, der versucht, eine Hautpartie zu verletzen, um das Ziel bluten zurückzulassen. Und entfessle einen Doppelangriff gegen dein Ziel. Ja, so ist es doch immer nice. Weiter. Mein Banner. Okay, was haben wir denn für Symbole? Wenn ich aus einer kleinen Gilde komme, vielleicht irgendwie. Ist hier kein Baum oder so? Ich habe doch hier gerade einen Baum gesehen. Eine Zande. Ich bin ja nicht, ne? Nicht Weihnachtsmann. Ja, aber die Sternchen hier sind auch nice. Aber nicht in Gold. Schwarz-Rotes. Ist immer gut. Okay. Hier können wir noch. Was können wir hier noch? Ja, passend zum Banner. Hoffentlich lila ja mal lieber mag, ne? Wie sind das denn schwarz? Schwarz, lila, rot. Ja, das ist doch nice. Jo. Name. Jo. Ja. Ich fällt mir keinen Namen ein. Das ist bescheuert. Was ist denn los hier? Echt. Lisbeth. Ja, mir fällt kein anderer Name ein. Egal. So, Attribute. 8 haben wir noch zur Verfügung. Und ich denke mal, das sind die unsere wichtigen.
Dann machen wir die erstmal einen hoch. Oder zwei. Genau. Dann ist alles voll. So. Und das andere, vielleicht kann man das ja irgendwie dann noch. Vitalität wäre jetzt vielleicht auch nicht schlecht gewesen. Körperliche Gesundheit, ja, da müssen wir noch gucken. Dann machen wir. Hier einen weg. Und hier einen weg. Und machen die hier. Vitalität ist immer wichtig. Gut. Skills. Hier haben wir noch 20 verfügbare Punkte. Und auch hier. Ja klar, Magierstab. Das ist die Hauptwaffe. Eins, zwei, drei. Machen wir hier. Moment. Musik ist gerade ein bisschen lauter, also zumindest bei mir. Ich hoffe, das geht so. So. Ja, Magierstab ist halt unsere. Wie heißt? Bevorzugte Waffe. Gut. Wie möchtest du fortfahren? Eroberung oder Schnellstart? Wenn du die Option Eroberung wählst, kannst du Kyros Eroberung der Stufen spielen und dabei bestimmen, wie dein Charakter an der Invasion beteiligt war. So hast du am meisten Einfluss auf die Ausgangssituation im Spiel und darauf, wie andere Gruppierungen auf deinen Charakter reagieren. Ja. Wenn dann richtig, ne? Hui, das war jetzt. All the world has fallen to Kyros. And now the Overlord's eye is on the Tears, our home. The last corner of the world free of Kyros's reign. Two armies, the Disfavored and the Scarlet Chorus, march south from the Northern Empire, the last realm to fall to Kyros a century prior. In the early days of 428, Kyros's armies arrive at the Gates of Judgment. The mountainous border that we Tearsmen so long believed unassailable. Unable to agree on a unified plan of defense, the various leaders of the Tears sit and wait for each other to deal with the conquerors. Until it's too late. Ja, okay. Ja, das Deal ist eigentlich schon mal ganz nice irgendwie. Die wirkt ein bisschen wie diese Mosaik, Buntglas, Scheiben. In Kirchen. Während der Eroberung entscheidest du, wie dein Charakter sich während Kyros Invasion der Stufen verhielt. So formst du die Welt, die du im Verlauf des Spiels bereisen wirst. Jede deiner Entscheidungen wirkt sich auf deinen Charakter aus und darauf, wie die wichtigsten Gruppierungen der Stufen auf dich reagieren. Deine Entscheidungen haben Folgen. Wähle weise. Okay. Ja, eins von Kyros Eroberung. Okay. So. Die Bastardstadt befindet sich an der Nordgrenze zwischen Kyros Reich und den Stufen. Er baut an einem natürlichen Hafen an der Kreuzung zwischen den Reichen, war die Stadt ein Knotenpunkt des Handels. Für die Stufen war sie das Zentrum allen Reichtums. Für die Nordländer war sie kaum mehr als ein entlegener kleiner Handelsposten. Ihr symbolischer Status als Tor zum Kontinent machte sie zu einem naheliegenden ersten Ziel von Kyros militärischer Eroberung. Die Umstände waren ideal, um deinen Wert als Soldatin, Soldatin in Kyros Armeen zu beweisen. Diese Stadt zu erobern würde eine Botschaft an den Rest der Stufen senden. Kyros Wille ist unbezwingbar. Okay. Ja, hier war ich das letzte Mal bis hierhin und ich dachte, ich hätte es gespeichert. Das Spiel hat es aber nicht. Und deswegen, ja. Tor des Urteils. Im ersten großen Gefecht des Krieges. Okay. Tor des Urteils. Die Armeen von Kyros trugen die Schlacht zu den Toren des Urteils. Sie ließen den Eröffnungsruf der Eroberung der Stufen erschallen. Die zwei Armeen, die Geschmähten
und der scharlachrote Chor brachten jeweils ihre eigene Form der Ordnung und des Chaos in den Angriff ein. Du zogst mit der Armee in die Schlacht, deren Ansatz am besten zu deiner Stärken passte. An der Seite der Geschmieden in die Schlacht ziehen. An der Seite des scharlachroten Chors. Okay. Du eilst mit der chaotischen Masse des scharlachroten Chors in die Schlacht, flankierst die Armee der Bastardstadt und schlugst sie in die Flucht. Okay. Schild an Schild mit Kyros eisengepanzerter Elite stehend, rücktest du gegen die Söldnerarmee vor, welche sich die Adligen der Bastardstadt gekauft hatten. Die Legion wollte den Stufen eine Botschaft senden, dass überlegene Herkunft und disziplinierte Ausbildung immer siegen werden. Okay. Ja. Ich bin ja schon eher chaotisch unterwegs. Oder soll ich auch das wieder würfeln? Ich würfel. Ich würfel einfach jede Entscheidung, die ich treffen kann. Bei solchen Entscheidungen. Und halt das wirklich. Also, machen wir hier geschmähten bei ungerade Augen und Chor gerade. Und wir haben eine 6. Also, tja, das Chaos ist mit mir. Sehr schön. Okay, dann geht's los. Die Söldnerarmee war nicht auf die manische Hektik und das Chaos des scharlachroten Chors vorbereitet. Deine Truppen überwältigten die Verteidigung der Stufen in wenigen Stunden. Sie hackten und brandschatzten sich einen Weg in den Kontinent hinein. Die wenigen Söldner, welche die Schlacht überlebten, wurden in den scharlachroten Chor aufgenommen, von gnadenlosen Foltersknechten verhört oder als Opfer in tödlichen Wettkämpfen missbraucht, während die Armee unerbittlich weitermarschierte. Geht ganz schön ab hier, ey. Oh. Über den Feind urteilen. Du entscheidest über das Schicksal feindlicher Soldaten, die in der Schlacht gefangen genommen wurden. Du fandest einen Weg, Kyros Armee in feindlichen Territorien mit Lebensmitteln zu versorgen. Entgegen der optimistischen Vorhersagen machten die Geschmieden und der scharlachrote Chaos kurzen Prozess mit der örtlichen Verteidigung. Sie kamen sogar so gut voran, dass die Nachschubkarawanen schon bald nicht mehr mithalten konnten. Truppen gab es reichlich, Nahrung jedoch nicht. Du hattest nur Zeit, einen Plan zur Sicherung des Nachschubs auszuführen. Okay, Handelskarawanen beschlagnahmen. Du gabst den Geschmähten die Erlaubnis, Lebensmittel und Nachschub von Handelskarawanen zu beschlagnahmen. Das Stufenvolk hatte bereits ignorante Jahrhunderte damit zugebracht, sich außerhalb von Kyros Gesetz die Wenste vollzuschlagen. Okay, oder Ackerland plündern. Du gestattest dem scharlachroten Chor, seine Horde auszusenden, um Bauernhöfe und Dörfer zu plündern. Die Ruchlosigkeit von Kyros Armeen zu verbreiten, bereitete die Stufen auf die Realität der bevorstehenden Eroberung vor. Oh. Nee, also hier will ich nicht würfeln, weil ich möchte auch ein bisschen mein eigenes Roleplay da einbringen. Und Ackerland plündern geht halt mal gar nicht. Also. Aber eigentlich muss ich würfeln, ne? Ja. Okay. Also ungerade Handelskarawanen beschlagnahmen und gerade Ackerland plündern. Eine 3. Glück gehabt. Ja, kann ich jetzt nicht zeigen, aber es ist halt eine 3. Mann. Also, Handelskarawanen beschlagnahmen. Nachdem sie die Wagen von ahnungslosen Karawanen geplündert und Lebensmittel und Nachschub für mehrere Tage erbeutet hatten, fanden die Geschmähten hinter einem losen Brett noch ein Geheimversteck. Sie konfizierten Tränke und Elixiere, die für gewisse Kontakte in der Bastardstadt bestimmt gewesen waren. Die Beute füllte die Vorratskammer der Geschmähten mit Lebensmitteln für das gesamte folgende Jahr und raubte den Verteidigern der Bastardstadt die Vorräte, die sie bei der bevorstehenden Belagerung dringend benötigt hätten. Das ist gut.
Kyros Armeen versammelten sich vor der Bastardstadt, der ersten Bastion der Stufen, die in der Eroberung fiel. Beide Armeen drängten darauf, den Außenposten zu stürmen. Der scharlachrote Chor heulte nach Beute. Die Geschmähten bildeten einen undurchdringlichen Schildwall. Deine Stärke auf dem Schlachtfeld hatte sie so weit getragen. Doch bis zum endgültigen Sieg galt es noch einen letzten Schritt zu unternehmen. Beide Armeen hatten Pläne ausgeheckt, wie sie die Bastardstadt erobern wollten. Welchen Plan hast du unterstützt? Okay. Das ist der 3. Angriff auf die Haupttore. Gemeinsam mit der Vorhut der Geschmähten führtest du einen direkten Angriff auf die Stadttore aus. Keine Befestigung konnte der unaufhaltsamen Legion standhalten. Fähigkeiten: Rast des Krieges. Trotz der drohenden Niederlage während einer kurzen Zeit regenerierst du sehr schnell Gesundheit. Dein Schaden ist jedoch dadurch reduziert. Okay. Die Stadt niederbrennen. Gemeinsam mit dem scharlachroten Chor stecktest du die Stadt in Brand und verbarrikadiertest die Tore. Die Verteidiger konnten sich ergeben oder verbrennen. Da krieg ich sengende Hand, sammle erhitzte Energie in deinen Händen und entfessle sie gegen einen Feind. Das Ziel geht in Flammen auf und wird mit der Beeinträchtigung brennend belegt. Ja, das ist wirklich eine Beeinträchtigung. Oder die Verteidigung der Stadt sabotieren. Du führtest eine gemischte Gruppe von Geschmähten und Soldaten des scharlachroten Chors über die Stadtmauern, um die Verteidigung der Stadt zu sabotieren. Dafür krieg ich verdeckte Schatten. Schaffe eine Wolke aus verdunkelten Schatten und Staub. Für eine kurze Zeit erhöht sich bei physischen Angriffen gegen dich die Chance auf einen Fehlschlag deutlich. Während dieser Zeit sind auch deine eigenen Angriffe wenig effektiv. Ach so. Okay, das zeigt dann wohl... Ja, ich würde das hier nehmen. Ein bisschen sneaky. Da brauche ich auch nicht würfeln, weil das ist mehr so die Richtung, die ich gehen möchte. Das passt auch zu meiner Magieart. Und jo. Wir wollen hier was dort statt. Es war nicht leicht, die Kooperation beider Armeen zu gewinnen. Ihr gemeinsames Interesse daran, die Verteidigung der Stadt zu überwinden, machte es jedoch möglich, dass die Speer als eine Einheit zusammenarbeiteten. Nachdem deine Truppen die Mauern erklommen hatten, wurden die Stadtwache durch eine Mischung aus Taktik und Brutalität destabilisiert. Sie verlor rasch die Kontrolle über die Verteidigung und musste sich ergeben. Ohne die Unterstützung von Bogenschützen oder Belagerungswaffen fiel die Bastardstadt schnell vor Kyros überlegener Macht. Weiter. Okay. Geht kaputt. Eine neue Normalität kehrte in die Bastardstadt ein. An jedem hohen Bauwerk prangte Kyros Banner. Dein Name wurde allerorts geflüstert und dir wurde eine große Karriere vorausgesagt. Die Armeen teilten sich in zwei Fronten und zogen nach Süden. Tunon ließ Kunde senden, dass du dich zur nächsten neuen Grenze von Kyros Eroberung begeben sollst. Entweder als Richterin und Aufseherin der Siedlung Leviathans Kreuzung oder als Kriegsberaterin der Armeen, die in das Reich Apex verrückten. Okay, wo gehen wir denn hin? Würfeln wir wieder. Gerade Apex, also. Also gerade Würfelzahl 1 und gerade 2. 3. Scheiße, was habe ich jetzt gesagt? Ja, passt. Ja, Entschuldigung, ich bin die ganze Zeit jetzt am Lesen. Die ganze Zeit gelesen, dass 2 von Kyros Eroberung. Und es geht weiter. Ich muss aber kurz einen kleinen Moment pausieren. Einen Moment. Lithians Kreuzung. Vor vielen Jahren gründete Lithian die Kühne, eine kleine Handelsstadt an der Kreuzung antiker Altmauern.
Ein Pakt zwischen den Siedlern und einer Söldnertruppe bedeutete, dass Karawanen ohne Furcht vor Banditen oder Geistern reisen konnten. Die Stadt blühte in bescheidener Bedeutungslosigkeit auf. Letheans Kreuzung zog Kyros Aufmerksamkeit auf sich, weil es in den umliegenden Hügeln Eisenvorkommen gab. Nachdem die Region unter Kyros Kontrolle war, konnten die Magierschmiede des Nordens Werkstätten einrichten, um Erz zu raffinieren und die Geschmieden mit den besten Waffen der bekannten Welt auszurüsten. Der Archont der Geheimnisse beseitigte mit einem großzügigen Schmiergeld die Unterstützung durch die Söldner und konnte die Kreuzung so in einem blutlosen Sieg einnehmen. Thunon schickte dich aus, um Kyros Truppen loszuziehen, und Ordnung in die Region zu bringen. Okay. Also, Syriens Kult, die Archontin der Lieder bezierzte mit ihrer Kraft einen geschmähten Soldaten. Oder? Das Eisen muss fließen. Du ersannst eine kluge Lösung, um die Produktion von Eisenwaffen und Rüstung zu verbessern. Ja, das Eisen muss fließen. Kyros Magierschmiedete arbeiteten Tag und Nacht, um Waffen zu fertigen. Niemand konnte ihrem Eifer in Frage stellen und dennoch produzierten sie zu wenig. Die Pläne, die ans Licht kamen, erwiesen sich als entzweiend für die Geschmähten und den Scharlachroten Korps. Einerseits waren zusätzliche Männer für das Schlachtfeld nötig, statt für die Essen. Andererseits mussten die legendären Waffen von Kyros Armeen strengstens bewacht werden. Okay. Auf die Rekruten des Scharlachroten Korps zurückgreifen? Oder einen Tiermenschenstamm rekrutieren? Der Scharlachrote Korps hat Flüchtlinge aus der jüngsten Welle gezwungen, Kyros Militär zu dienen. Du hast diese Person für andere Zwecke eingesetzt, nämlich um Eisenkarren für die Magierschmiede zu ziehen. Das war für den Scharlachroten Korps unerfreulich, da er auf seine zahlreichen, zahlenmäßige Überlegenheit angewiesen war, um in der Schlacht effektiv zu sein. Du rekrutiertest einen örtlichen Tiermenschenstamm. Ihre Stärke wurde ihren Ungehorsam mehr als ausgeglichen. Die Geschmähten protestierten, dass Wilde Zugang zu den Geheimnissen des Eisens bekommen sollten, doch ihre Stimme waren wenig verglichen mit der Unterstützung des Scharlachroten Korps. Okay. Jetzt werden wir würfeln. Gerade das und gerade das. 3 Tiermenschen. Der Scharlachrote Korps war überglücklich, dass Tiermenschen rekrutiert werden sollten und unterstützten dich großzügig in deinen Vorhaben. Die örtlichen Tiermenschen wurden überwältigt und unter das Joch der Eisenkarren gespannt, wo ihre grenzenlose Stärke und unermüdliche Kraft den Magierschmieden eine unschätzbar wertvolle Hilfe waren. Die Geschmähten waren besorgt darüber, dass Wilde mit den Geheimnissen des Eisens in Kontakt kommen sollten. Du versuchtest, ihre Sorgen zu beschwichtigen, doch deine Worte stießen auf sture, unnachgiebige und daher taube Ohren. Okay. Zack. Alles umgefallen wieder. Freie Auswahl in der Waffenkamera. Kammer. Als die Produktion des ersten Anstieg verlangten beide Armeen eine bevorzugte Vorbehandlung oder Pflicht des Beschützers. Die Anspannung stieg, als Soldaten der Geschmähten und des Scharlachroten Korps mit den Söldnern aneinander gerieten, die angeheuert worden waren, um die Essen zu beschützen. Machen wir das. Ja, ich, wie gesagt, eher sneaky als hier jetzt irgendwie so. Die sollen sich da mal, das ist wichtiger. Kyros Armeen nutzten Lithians Kreuzung als Zuflucht vor dem Krieg. Die Bevölkerung der Stadt wuchs schlagartig, als eine vom Archonten der Geheimnisse angeheuerte Söldnerarmee die Kaserne bezog und prompt Ressourcen beanspruchte und Spannung eskalieren ließ. Die Geschmähten wollten mit den Söldnern nichts zu tun haben, doch der Scharlachrote Korps versuchte sie in seine Reihen einzuladen. Die Söldner getrennt unterbringen? Ihren Wert anzweifeln. Die Geschmähten verlangten, dass die Söldner weit entfernt von Kyros Armeen
untergebracht wurden. Die rechtschaffene Besatzungsmacht würde sich nicht dazu herablassen, mit degenerierten Söldnern Vorräte oder Material zu teilen. Du ließ deine eigene Kaserne und Kantine errichten, damit die Söldner nicht mit der Armee in Kontakt kamen. Außerdem erließt du strenge Gesetze gegen Fehlverhalten. Okay, den Wert anzweifeln. Du ließ den scharlachroten Chor und die Söldner Kampfspiele und Herausforderungen abhalten und sorgtest dafür, dass die Gesetze gegen Gelage und Ausschweifung nicht streng durchgesetzt wurden. Wer in den Wettkämpfen gewann, der erhielt einen größeren Anteil der Vorräte. Und besonders erfolgreiche Söldner wurden eingeladen, sich Kyros Armee anzuschließen. Ja, das ist wahrscheinlich sinnvoller als, aber hier muss ich wieder würfeln, nicht wahr? Also wieder gerade hier und gerade da. Eins. Mann. Ja, glaubt mir keiner, dass das hier alles immer so... Aber ich habe heute Würfelglück. Die Spiele erwiesen sich als hervorragende Gelegenheit, Spannung abzubauen, Dispute beizulegen und die zukünftige Kooperation zwischen den beiden Truppen zu gewährleisten. Alle Streitigkeiten wurden durch rituellen Kampf beigelegt. Weniger sauber als deine Urteile, aber zweifellos unterhaltsamer für die Zuschauer. Die Söldner, die sich als würdige Gegner erwiesen, durften zur Belohnung dem scharlachroten Chor beitreten, wo viele von ihnen sich unter den Elitekämpfen behaupten konnten. Das ist doch gut. Wer hat die Kreuzung kontrolliert? Es kam zu einer Tragödie, als ein von Nerads Stimmen angeheuerter Söldner, ein Handwerksmeister, der Eisengebunden verwundete und arbeitsunfähig machte. Thunon befahl den Söldnern, die Kontrolle über die Stadt den verantwortungsvollen Dienern von Kyros zu übergeben. Nur eine kleine Garnison durfte zurückbleiben, während die Armeen an die Front zurückkehrten. Als zwischen den Geschmieden und den Scharlachroten Korps immer mehr Spannung und Feindseligkeiten auftraten, entschied Thunon, dass nur eine Gruppierung die Kontrolle über die Kreuzung haben sollte. Ach du Scheiße. Wer hat die Kreuzung kontrolliert? Die Geschmieden wählen, den Scharlachroten Korps wählen. Du hast die Kontrolle über Lethians Kreuzung in die Hände der Geschmieden gelegt? Ja, wieder. Gerade ist Option 1 und gerade ist Option 2. Gerade, also 2. Also 1. Also die erste Option. Okay. Die Geschmähten stationierten eine bescheidene Garnison in der Siedlung Lethians Kreuzung. Die Einheit war zwar größer, als es für die Wahrung der Ordnung in der kleinen Siedlung nötig gewesen wäre. Doch die wahre Aufgabe des Verteidigungstrupps war es, die Schmiede der Eisengebundenen zu beschützen. Diese magischen Handwerksmeister waren es nämlich, welche die Invasionstruppen der Geschmähten mit Waffen und Rüstungen aus Eisen versorgten. Die Bürger von Lethians Kreuzung waren erleichtert über die Abreise des Scharlachroten Chors und sahen die Alternative als das kleinere von zwei Übeln. Graven Ash ließ dir mitteilen, dass er dir für deine Entscheidung dankte. Die Eisengebundenen und ihre Waffen konnte man Nerads Stimmen nicht anvertrauen. Gott. Okay. Und nun? Nachdem die Söldner verstoßen waren und Lethians Kreuzung unter neuer Führung stand, haben Kyros Truppen sich selbst dazu beglückwünscht, Ordnung in die Siedlung gebracht und einen produktiven Ressourcensturm gewährleistet zu haben. Während dieser Ablenkung ist die Armeefront weiter in die Stufen vorgerückt. Deine Fähigkeiten wurden im Reich Azur, im unbeugsamen Land oder bei der Vellum-Zitadelle benötigt. Okay. Eine leicht zu verteidigende Lage und seine militärische Tradition machen das unbeugsame Land zum formidabelsten Reich in den Stufen. Vellum-Zitadelle? Kyros erhobener Blick fiel auf die Vellum-Zitadelle, ihre Schätze, ihre Wissen, ihre Geheimnisse. Oder Azur. Kyros sandte den Archonten des Steins, um die Nation Azur zu unterwerfen. Okay. So, dann machen wir hier 1, 2. Oder immer im Doppelschritt. Also 1, 3. 2, 4 und 5, 6, das wäre blöd.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, machen wir das so. Ist einfacher, als hier die ganze Zeit umzu. Wir sind jetzt schon voll lang hier. 4. Also Welle um Zitadelle. Jetzt ist es ein bisschen blöd, dass man nicht speichern kann, aber ich bin ja bald durch. Weil das Video ist jetzt schon sehr lang. Und ja, ich hoffe, dass wir danach speichern können. Vellum-Zitadelle. Die Vellum-Zitadelle war ein Archiv und eine Bibliothek von gewaltigem Ausmaß, aus gewaltigen Ausmaßen. Ihre Bewohner waren bekannt als die Schule von Tinte und Feder, ein Zirkel von Magiern, der viele Jahrhunderte zuvor diese Bergzuflucht geschaffen hatte, in ein Gebiet, das von anderen großen Reichen noch nicht besiedelt worden war. Der Legende zufolge beherbergte die Zitadelle einen wahren Schatz an arkanem Wissen. Die Spione des Oberherrn infiltrierten die Schule und bestätigten diese Gerüchte. Die Zeit war reif, einen Trupp zu der großen Bibliotheksfestung zu schicken und die Gelehrten zu zwingen, sich Kyros zu unterwerfen. Blam. So. Dann haben wir die Befehlskette. Eine friedliche Kapitulation wurde plötzlich blutig. Oder Sirenslied bezirzte einige verschlagene Weise. Dann machen wir jetzt mal hier die Sirin. Lied der Umgarnung. Sirin, die erkonntene Lieder, nutzt ihre Kräfte, um feindliche Magier zu bezaubern, die sich hinter den Mauern der Zitadelle verschanzt hatten. Nachdem Kyros Truppen die Arkanenwirker zusammengetrieben hatten, begannen die Geschmähten, die neuen Gefangenen hinzurichten, ehe sie gefährliches Wissen mit dem Schalleroten Chor teilen konnten, was nach Kyros Gesetz ein Verbrechen gewesen wäre. Den Magiern einen Maulkopf verpassen, die Geschmähten bestrafen. Du konntest die Geschmähten durch einen Kompromiss beruhigen. Die Münder der Weisen wurden mit eisernen Maulkörpern verschlossen, sodass sie ihr verbotenes Wissen nicht aussprechen konnten. Die Geschmähten bestrafen. Du hast die Geschmähten dafür bestraft, Magier getötet zu haben, die an den Scharlachroten Chor gebunden waren. Auf deine Anweisung hin wurden mehrere geschmähten Soldaten der Arkonten der Lieder als persönliche Leibwache überlassen. Das ist ja nicht so schlimm. Okay. Gerade 1, Option 1 und gerade Option 2. 1. Also Option 2. Die Kenntnisse der Weisen und das Wissen der Vellum-Zitadelle waren zu wichtig, um sie zustimmen zu lassen. Die Geschmähten waren zwar wenig erfreut, in den Dienst der Arkonten treten zu müssen, doch dein Urteil ließ ihnen keine Wahl. Arkonten Sirin war entzückt über ihre neue Spielzeuge und bezauberte ihre Leibwächter prompt. Du sahst sie einige Tage später im Lager, wie sie ihrer neuen Herre mit treu-dover Hingabe folgten. Oh. Okay. Ihr besser war, als sie Magier im Maulkörper zu geben. Zack. So, das nächste ist Befehlsrecht. Sirin komponierte die Idee der Stärke und provozierte ein blutiges Gemetzel. Mann. Agenten des Meisterspürens Misstrauen kam auf, als einige Weisen sich ergaben. Ja, das weiß ich jetzt wirklich nicht. Da würfeln wir jetzt auch. Also wieder gerade ist 1 und ungerade ist 2. 2. Also 1. Ja. Die Arkonten der Lieder stachelte Rekruten des Scharlachroten Chors an, ihre Anführer zu bekämpfen. Ein Chef nach dem anderen wurde getötet und ersetzt. Die Geschmähten forderten am Ende der Praxis zum Wohle der Eroberung. Dem blutigen Wettstreit ein Ende setzen. Das Recht der Herausforderung ehren. Du bist den Argumenten der Geschmähten gefolgt. Das Recht der Herausforderung hatte seinen Platz, jedoch nicht, wenn Kyros Truppen in der Unterzahl waren und Verstärkung erst in Wochen zu erwarten war. Oder noch später. Du entschiedst, dass jeder Arkont das Recht hatte, seine Armee nach der Natur zu führen. Das Recht der Herausforderung brachte zwar Chaos hervor, führte jedoch auch dazu, dass die Stärksten aufstiegen und zu Anführern wurden. Ja, nee. Das wäre ja Blödsinn. Ja, nee. Da muss ich jetzt einfach mein Vetorecht hier nehmen. Weil das ist mir einfach zu die alle abmetzeln. Wir müssen schließlich im Krieg. So. Der Scharlachrote Chor, selbst die Brandenschaft, sprach sich für ihre tödlichen rituellen Wettkämpfe aus.
Letztlich erklärten sie sich bereit, die Praxis bis zum Ende des Feldzugs zur Vellum-Zitadelle auszusetzen. Ohne ein Ventil zum Streitereien beizulegen oder aufgestaute Aggressionen aufzubauen, loderten Spannungen zwischen Kommandanten und Rekruten auf, die gegen ihre Natur gezwungen waren, miteinander zu kommunizieren. Gott, was ist denn das für ein Haufen, ey? Das Edikt des Feuers. Mit den Lebensmitteln schwand auch die Moral und der Besatzungstrupp erkannte, dass der Feind diesen Zerbombungskrieg gewinnen würde. Tunon ließ Kunde senden, dass Kyros Geduld am Ende war. Der Oberherr würde den Feind mit einem Edikt des Feuers strafen. Das Pergament wurde in einer schlanken Hülle aus graviertem Eisen überbracht. Daraufhin geschrieben standen die Worte eines Zaubers, der mächtig genug war, um die Vellum-Zitadelle zu zerstören. Du hattest die Wahl, wann du das Edikt vorlesen wolltest. Würdest du es bei Sonnenaufgang vorlesen? Hätten deine Feinde keinerlei Vorwarnung, welche Zerstörung ihnen droht. Du könntest auch bis Sonnenuntergang warten und ihnen dadurch reichlich Zeit geben, um zu fliehen oder Reue zu zeigen. Keine Vorwarnung geben, einen Tag Vorwarnung geben. Ja, auch da ist es eigentlich, müsste ich jetzt hier wieder das nehmen, aber ich... Naja. Gerade ist Option 1 und gerade ist Option 2. 3. Mann, ich habe im Glück heute, ey. Der scharlachrote Chor sagte, er habe noch Spione in der Zitadelle und bat dich da inständig, die Magier vor dem Edikt des Oberherren zu warnen. Du kannst dieser Bitte nach, trafst dich unter einer blauen Flagge des Friedens mit dem Feind und warntest die Feueruntergang. Dann gabst du den Spionen des Chors die Chance, sich in Sicherheit zu bringen. Und dem Feind ebenfalls. Du ließ den Magiern eine Warnung vorkommen und zukommen und hofftest, dass sie auch erhielten. In der Stunde vor dem Sonnenuntergang wurden zahlreiche Gestalten gesichtet, die aus der Zitadelle flohen. Als die Sonne hinter dem Horizont versank, verlasst du die Worte des Edikts. Die Erde bebte. Und orangen-rötliches Licht strahlte im Fundament der weitläufigen Zitadelle. Von unter der Bibliothek sprudelte ein Schwall Lava mit explosiver Wucht hervor. Er quoll aus den Fenstern und Mauerritzen und schmolz sich gnadenlos durch das umliegende Land. Tage später tobten die Flammen noch immer, die Feuersbrunst immer wieder von der Macht des Edikts genährt und erneuert. So, damit ist auch die Schmilz. Kyros Armeen verließen schweigend die Zerstörung der Vellum-Zitadelle. Von diesem Tag an war die einst noble Zitadelle in den Stufen nur noch als brennende Bibliothek bekannt. Es war ein unbestrittener Verlust von Ressourcen, von Wissen, von Kultur und von Leben. Aber eine Botschaft war unmissverständlich gesendet worden. Der Oberherr duldet keinen Ungehorsam. Gut. Ja, kommt jetzt. Eroberung abgeschlossen. Du hast das Ende von Kyros Eroberung erreicht. Möchtest du fortfahren oder deinen Fortschritt? Ja, nix. Weiter. Ich glaube, es hackt. Wow, das hat jetzt gedauert. Ich hoffe, dass wir jetzt speichern können. Weil sonst, ich kann hier kein stundenlanges Video machen. Handschuhe wirken sich darauf aus, wie viel Schaden der Charakter im bewaffneten Kampf verursacht. Okay. Huiuiui. Das war schon heftig. Aber spannend. Kann man davon ausgehen, dass viele Leute mich nicht unbedingt mögen. Ja, immerhin. Mann, das ist echt eine lange Einführung gewesen. Janu? Lädt aber noch. Das wäre jetzt sehr übel, wenn sich das jetzt aufhängt. Dann wäre der ganze Scheiß umsonst gewesen. Also... Das ist langsam mal gut, ey. Mit dem Laden hier. Aber die Statue ist schon nice. The year is 431.
and Kairos's invasion has shattered all major opposition in the Tiers. The Younger Realms, the Bastard Tier, the Free Cities. All who defied Kairos lay broken by battle, or bowed in surrender. The two armies of the Overlord, the Disfavored and the Scarlet Chorus, now control our lands. Okay. But our will is not yet extinguished. Not entirely. In the Valley of Vendrian's Well, those of us unwilling to bow to Kairos have banded together in defiance. Violating an oath of surrender from 2 years prior, we have staged a bloody uprising, murdering the Disfavored and Scarlet Chorus garrison in a midnight assault. Okay. With their main forces spread across the Tiers, the Disfavored and Scarlet Chorus redeploy to Vendrian's Well to crush the resistance. But months pass with no definitive battle. As disagreement and discord paralyze the Archons, we bide our time and wait for our message of insurrection to spread across the Tiers. Good, good. The Overlord is not amused. And Kairos has one message for the Archons. Crush the Oathbreakers or die. Kairos backs this threat with an edict, a magical commandment that can slay all in the valley should the order be ignored. The honor of proclaiming this edict fell to you. Sent across the mountains to Vendrian's Well, you carry the Overlord's edict to read before the Archons. Super. As you finally make your way through the winding mountain passes into the valley, the ground trembles, and Kairos's magic seals the way behind you. You are trapped in Vendrian's Well, with Kairos's armies and the Oathbreakers. The only way to survive is to fulfill the terms of the Overlord's edict, in any way that you can. Okay. Willkommen im Terratos. Wenn du die Welt von Tyranny zum ersten Mal besuchst, achte auf dieses Fenster. Sie helfen dir, dich mit dem Spiel vertraut zu machen. Du kannst die Tutorial-Nachrichten jederzeit im Optionsmenü deaktivieren. So, speichern. Neuer Spielstand. So. Okay, Leute. Ja, das hat ein bisschen länger gedauert, als es sollte. Aber ja, was sollen wir machen? Wir mussten ja das. Ich konnte das nicht zwischenspeichern und daher. Gut. Deswegen auch kein langes Gerede mehr. Ich danke fürs Zuschauen. Würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Oder über einen Orpo. Er empfiehlt mich weiter und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund, bleibt sicher. Ciao, ciao, euer Tobi.